Das ist natürlich ein sehr altes Schiff und hat eine wechselvolle Geschichte. Und Seefahrt und Wasser, das ist eigentlich mein Metier. Darin gehe ich auf und deswegen freut mich das jedes Mal, wenn ich auf das Schiff gehen kann. Das Wichtigste natürlich an dem Schiff sind die Leute, die auf dem Schiff sind. Das ist die Crew, die brauchen wir, um das Schiff aus weiter gut segeln zu können. Das ist eigentlich das, was mich hierher zieht. Als Decksmann bin ich angefangen, sag ich mal so, und der muss mich auch hocharbeiten und so. Und da hat das immer mehr Spaß gemacht und so. Und heute, sag ich mal, macht mir das auch sehr viel Spaß und Freude, das Schiff zu führen, ne? Und auch zu leiten und so. Und es ist eine gute Sache, sag ich mal. Ne? Auch so ein schönes Schiff, sag ich mal, so in Fahrt zu halten. Ne? Was mir an das Schiff so ganz besonders gefallen da, das ist, dass das ein handiges Schiff ist. Und dass das ein Schiff ist und allen Tiden, was Hühnchen das noch so gaut lopen deit. Das Schiff war wunderbar und dadurch ist unsere zweite Heimat geworden fast, wo wir uns jedes Jahr wieder treffen. Segeln ist für uns immer schon ein Highlight gewesen und darum sind wir gerne hier oben. Macht uns unheimlich Spaß und erinnert uns immer wieder an gute Zeiten, die wir auf dem Wasser immer verleben durften. Mein Vater kam dann abends von der Arbeit nach Hause. Der arbeitete im Institut für Weltwirtschaft unten da am Hafen in Kiel und sagte, die Atalanta ist wieder da. Und mein größter Wunsch war das natürlich, Mensch Vater, können wir da nicht mal mitsegeln? Es ging bei Achim Tesmer los und bei Herrn Schurbaum hat es geendet und dieses Schiff ist in großartigen Händen, macht tolle Sachen. Ich bin unheimlich stolz drauf. Der 17. September 1993, der Tag, als die Atalanta kam. Alt und gebrechlich ist das einst historische Segelschiff. Der Lotsenschoner soll wieder vollständig rekonstruiert werden. Auf der Insel Pöhl wird das 75 Tonnen schwere Schiff an Land gehievt. Über eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, verbunden mit einer Umschulung, soll die Atalanta wieder seeklar gemacht werden. Eine Herausforderung. Der Förderverein hat eigentlich erstmal zwei Aufgaben zu erledigen. Das erste ist zunächst mal, dass wir die Fertigstellung des Schiffes unterstützen. Denn wir haben weitgehend darauf gebaut, dass über Arbeitsförderungsmaßnahmen die Fertigstellung des Schiffes erfolgt. Aber wenn Sie mal überlegen, was eigentlich das Schiff ausmacht, dann ist es ja nicht nur der Bootskörper, der zu bauen ist, sondern da muss eine Maschine rein, da müssen Radaranlagen rein, da müssen Funkanlagen rein, da muss eine AE-Ausrüstung rein, da brauchen wir einen Herd drin. Wir brauchen also vielerlei Ausrüstung in diesem Schiff und die sind sicherlich über Arbeitsförderungsmaßnahmen nicht abzudecken. Das heißt, der Förderverein hat zunächst mal dafür zu sorgen, dass wir genügend Sponsoren finden, die uns helfen, dieses Schiff überhaupt mal fertigzustellen. Ein Neuanfang für Menschen und Schiff. Bootsbauer Rüdiger Hase kann sich heute noch an den Frühherbst 93 erinnern. Das Schiff kam völlig entkernt. Das Deck hat gefehlt, die Reling hat gefehlt, der Vorderstäben war total defekt. Und wir haben sozusagen zwei Drittel von dem Schiff abgewrackt und dann wieder aufgebaut. Let's go.
Wie die wechselvolle Geschichte der Atalanta verbinden viele Menschen ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Schiff. Zahlreiche Gäste kamen zum Jubiläum des Lotsenschoners. Vor 111 Jahren wurde er erbaut. Der Landkreis überreichte ein Atalanta-Buddelschiff, die Hansestadt Wismar die besten Wünsche und eine Holzskulptur. Besondere Schätze überbrachte Norbert Gehlhardt. Nautische Literatur aus den Anfängen der Seefahrt, bevor das Zeitalter der Satellitennavigation begann. Aus seiner historischen Sammlung überreichte Norbert Gehlhardt Bücher aus den Jahren 1887 bis 1905. Großartige Geschenke von einem besonderen Menschen, der sein Leben für die Seefahrt und für die Kinder von Wismar lebt. Die Segelleidenschaft und das Vereinsleben verbindet. Für die Idee, die Atalanta in Wismar wieder aufzubauen, sind die Freunde des Schiffes heute sehr dankbar. Die Atalanta wurde 1901 als Lotsenschoner erbaut. In den 30er Jahren erfolgte der Umbau zur Segeljacht. Ein Gast kann sich besonders gut daran erinnern. Gab es halt so diese Familienfotoalben mit den Bildern von der Atalanta. Sah damals noch ein bisschen anders aus, der Rumpf war weiß, Segel waren weiß. Und da habe ich natürlich gefragt, was ist das für ein Schiff? Ja, sagte mein Vater, das ist das Schiff von deinem Großvater. Lange Zeit dazwischen. Durch Zufall über einen anderen Verwandten hatten wir dann davon erfahren, dass die Atalanta hier in Wismar gelandet war. Der hat dann die Kontakte geknüpft. Und dann sind wir fünf Enkel des ursprünglichen Umbauers dann nach Wismar gefahren und ja, seitdem bin ich dabei hier. Ne? Ein Wochenende lang feierte die Atalanta mit vielen Freunden, Gästen, Kindern und anderen Segelschiffen ihren 111. Geburtstag. Auch das älteste Segelschiff der Welt, die Amphitrite, machte einen Abstecher in den Wismarer Hafen. Der Riesenhai von Atalanta-Vorstandsmitglied Detlef Krebs begleitete den Segler drei Tage lang. Der Krebs-Jet ist das schnellste und wendigste Boot im Wismarer Hafen. Die Skytia hat ihren Heimathafen in Rostock. Die Segeljacht wurde 2005 von bulgarischen Bootsbauern am Schwarzen Meer fertiggestellt. Heute gehört sie einem Hotelier aus Österreich. Die schrägen Masten, unser Haupterkennungsmerkmal an diesem Schiff, sind, hier fehlt nämlich ein elementares Teil, die Backstangen. Das wurde damals eingeführt, damit man größere Segel mit größeren Bäumen einführen konnte. Hatte man einfach diese Backstangen, die vom Mast runtergeführt werden ans Ende des Schiffes, haben wir einfach weggelassen. Die Feierlichkeiten des 111. Geburtstages der Atalanta fanden ihren Abschluss mit dem Seglerball in der neuen Markthalle. Die Taufe des Jugendkutters Co. Atalanta wurde vollzogen. Zukünftig werden Jugendliche hier ihre Freude dran haben. Später haben sie die Möglichkeit, auf dem großen Mutterschiff mitzusegeln. Der Verein wird weiterhin seine Ziele verfolgen, den Schoner Atalanta als Kulturdenkmal und fahrtüchtiges Traditionsschiff zu erhalten, seine Zukunft zu sichern und ihn insbesondere für die Jugendarbeit einzusetzen. Schiff, ahoi!